Ja, hallo liebe Zuseher, GeoLeben TV Zuseher, Freunde, Abonnenten sowie natürlich auch meine Partner von der TEC Collection, von der Tepperwein Collection und natürlich auch du, der dieses Jahr für sich einfach auch CBD Royal entdeckt hat und für sich und seine Gesundheit einfach einiges tun möchte. Ja, meine Lieben, es ist heute der 22. Dezember 2019. Das Jahr geht schön langsam zur Neige und ja, es ist einfach einiges passiert auch in diesem Jahr. Der Fokus, mein Fokus, was einfach auch, sage jetzt mal, Nahrungsergänzungen bzw. eben Mittel eben auch anbelangt, war ganz eindeutig auf CBD, auf CBD-Öl vor allem und auch diejenigen Produkte, die jetzt einfach so nach und nach damit noch herausgekommen sind. Warum? Weil CBD einfach ein unglaubliches Potenzial hat. Hier sind viele, viele Videos entstanden. Die meisten werden auch schon wissen, was da wirklich mit CBD alles noch machbar ist, beziehungsweise werden es nicht wissen, weil sich ja auch noch nicht weiß, was alles noch so passieren kann. Doch die Erfahrungsberichte sind unglaublich, die immer wieder auf uns hereinkommen. Ja, in meinem Leben ist einfach auch sehr, sehr viel passiert. Nicht nur das letzte Jahr, sondern die letzten Jahrzehnte mittlerweile. Und ich mag euch einfach auch Mut machen, auch immer wieder mit meiner eigenen Geschichte. Es war für mich nicht immer selbstverständlich, auf meine Gesundheit zu schauen. Ja, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe wirklich sehr, sehr hasardiert, sehr viel gezockt mit meiner Gesundheit. Ich war allem zuträglich, Alkohol, gutem Essen, wenig Bewegung, wirklich jahrelang. Ich habe Musik gemacht, ja, da habe ich wirklich auf nichts geschaut, außer eben aufs Musikmachen und eben arbeiten, damit das Geld hereinkommt. Und so habe ich wirklich sehr, sehr ungesund lange, lange gelebt und habe irgendwann mal gemerkt, hoppala, da muss sich was ändern. Auch immer wieder mit Hilfe von Menschen, die auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, du musst oder magst nicht einmal über dieses und jenes nachdenken, ob das jetzt finanzielle Dinge waren, ja, da wo ich wirklich vor über 30 Jahren mittlerweile einem Bankangestellten, der mich damals persönlich betreut hat, unglaublich dankbar bin für diese Hilfe, die er mir gegeben hat, der mir wirklich gezeigt hat, dass ich im Kopf umdenken musste. Ja, ich habe immer zu wenig Geld gehabt, immer zu wenig, egal was ich verdient habe, ich habe immer zu wenig gehabt. Und der hat mir gezeigt, dass ich das Ganze drehen kann, indem er einfach gesagt hat, lieber Geo, magst du nicht einfach auch mal was ansparen? Ja, magst du nicht einfach mal was auf die Seite tun? Kleine Summen, aber in deinem Kopf ist wichtig, dass der einfach auch mal merkt, es fließt nicht nur alles raus, sondern es bleibt auch was da. Und wie gesagt, damals hatte ich ihr Schulden zurückzuzahlen und habe ihm gesagt, wie soll das funktionieren? Ich habe mich schlussendlich darauf eingelassen und seither fließt auch das Geld wesentlich mehr. Es ist eine mentale Sache zum Beispiel. Ja, es hat sich in meinem Leben viel auch noch mit Gesundheit, ja, körperlich. Ich war mit 33, 34 nicht wirklich körperlich gesund. Ich habe viel, viel geraucht, 40, 50 Zigaretten am Tag. Ich habe auch gerne Alkohol getrunken und diesbezüglich auch mal ein gröberes Problem damit gehabt. Ich habe aber all diese Dinge hinter mir lassen können, weil sich immer wieder ganz wichtige Dinge in meinem Kopf gedreht haben, die gesagt haben, hey, was ist dir wichtiger? Alkohol, der Genuss ständig und sonstiges, Rauchen oder dein Leben. Also hier gibt es ganz, ganz wichtige Dinge, die man einfach drehen kann und so geht es einfach peu à peu weiter. Ja? Und jetzt mag ich aber nicht mehr allzu viel über mich reden, sondern auch ein bisschen über die Erfahrungen, über Erfahrungsberichte, jetzt speziell eben auch auf der körperlichen Ebene, die Menschen heuer gemacht haben mit CBD-Öl. Der liebe Karl Heinz, ein Partner und sehr, sehr guter Freund mittlerweile von mir, der mir immer wieder auch zusätzlich Geschichten zukommen lässt, ja, wo man wirklich sagt, Wahnsinn, ja, das funktioniert wirklich, das Ganze. Die TC Int hat auch CBD-Öl Royal jetzt einfach mal testen lassen, vergleichen mit vielen, vielen anderen Produkten, weil sie sich auch immer gesagt haben, was ist da wirklich, was unterscheidet uns da wirklich so massiv von anderen, weil wirklich die Erfolge so unglaublich immer wieder sind, ja. Und da kann ich einfach nur sagen, das CBD Royal in dem Falle
ist da wirklich weit, weit voran. Das sind gewisse Marker, gewisse Indikatoren, wo sich einfach zeigt, dass das CBD-Öl Royal in seiner Gesamtheit wirklich hier weit, weit vor vielen anderen Produkten steckt. Viele Gründe wissen wir ja, aber da sind auch noch viele, viele andere Dinge mit drinnen, die das CBD-Öl Royal wirklich so, so erfolgreich machen, bezüglich eben auch unserer Erfolgsgeschichten mit vielen, vielen Menschen. Und jetzt lese ich euch, deshalb habe ich auch die Brille seit Anfang an auf, jetzt lese ich euch einfach ein paar Erfolgsgeschichten vor, weil ohne Brille kann ich es nicht lesen. Los geht's, meine Lieben. Mein Name ist Maria. Ich möchte euch hiermit meinen Erfahrungsbericht vom Hanföl CBD-Öl Royal kurz schildern. Ich habe schon seit circa 3,5 Monaten psychische Probleme, die sich folgendermaßen äußerten, hatte aufgrund enormen Stress plötzlich starke Kopfkrämpfe, verbunden mit Panikattacken, großen Ängsten und immer wieder starke negative Gedanken, die schwer zu stoppen waren, bekommen. Es war oft unerträglich. Durch die tägliche Einnahme von CBD-Öl Royal hatten sich dann meine Kopfkrämpfe nach einigen Wochen stark gebessert, bis sie jetzt schon seit einiger Zeit ganz verschwunden sind, ja, ohne Einnahme von sonstigen Medikamenten. Ja, auch meine Panikattacken, Ängste sowie die starken Gedanken haben sich allmählich sehr, sehr verbessert. Ja, da gibt's noch einiges. Ja, sie beschreibt dann auch von ihrer Tochter, auch von meiner Tochter möchte ich kurz schildern. Sie nimmt auch seit einigen Wochen das Hanföl und berichtet mir laufend ihre Erfahrungen. Sie hatte starke Entzündungen im Körper, Verdacht auf MS. Nach einer weiteren Kontrolle durch ein MRT, also durch eine Magnetfeldresonanz, wurde ihr bestätigt, dass sich die Entzündungen im Körper nicht weiter ausgebreitet haben. Sie hatte auch immer wieder morgendliches Herzrasen und starkes Husten nach dem Aufwachen. Das Herzrasen ist verschwunden, Husten muss sie noch leicht am Morgen. Ihr Haarausfall, den sie auch leicht hatte, ist auch weg. Sie ist sehr begeistert von diesem CBD Royal, dem ich mich nur anschließen kann. Ja, es ist einfach so, solche Dinge kann man gar nicht erfinden. Ja, sowas fällt einem gar nicht ein, was Menschen hier wirklich berichten. Ja, dann kommt jemand ohne Namen, ich würde auch gerne meine Erfahrungsberichte schildern. Ich leide mein Leben lang an chronischen Schmerzen, einmal Kopfschmerzen, wahnsinnigen Darmbeschwerden und Blasenbrennen. Kaum beruhigte sich der Darm, kamen Kopfschmerzen und vergingen diese. Kam das Blasenbrennen, irgendwie ein Kreislauf, aus dem ich nicht mehr herauskam. Zusätzlich leide ich seit Jahren an dieser fürchterlichen Müdigkeit. Ich war nie ausgeschlafen und hatte keinen Tag ohne Mittagsschlaf. Nun nehme ich seit einiger Zeit das Öl. Ich dachte mir, versuchen kann ich es einfach einmal. Und nun kommt es. Nach 3 Tagen Einnahme wachte ich morgens auf, öffnete meine Augen und das werde ich nicht so schnell vergessen. Ich dachte mir, Petra, und jetzt wissen wir den Namen doch, du hast heute Morgen keine Schmerzen mehr. Ich stand das erste Mal gut gelaunt auf und fühle mich anders als sonst. Es war unglaublich für mich aufzustehen ohne Schmerzen. Ja? Die Tage bis jetzt verliefen nicht anders. Ich habe kaum irgendwelche Schmerzen. Mein Darm arbeitet einwandfrei ohne Schmerzen. Die Kopfschmerzen haben sich verabschiedet und das Allerbeste ist, diese unerträgliche Müdigkeit ist weg. Mein Tag braucht kein Mittagsschläfchen mehr und es ist ein Wahnsinnsgefühl, ausgeruht zu sein. Ja, herzlichen Dank steht da noch. Ich möchte Ihnen noch einen Erfahrungsbericht über Ihr CBD Royal geben. Ist eine weitere Probandin, sage ich jetzt mal. Wir haben ursprünglich das CBD Royal für unsere 12 Jahre alte Schäferhündin bestellt. Also hier sieht man, natürlich auch für Tiere ist es gut, um ihren Krebs besser behandeln zu können. Dabei haben wir eine ganz andere lebensbedrohliche Erkrankung übersehen an ihrer Hundemutter, an der ihre Hundemutter schon eingeschläfert werden musste. Es handelte sich um eine schwere Entzündung und Degeneration der Wirbelsäule und der Hüfte. Alexa hatte seit längerer Zeit nichts, kaum geschlafen, war sehr unruhig, ist ständig nachts durch die Wohnung gelaufen. Wir dachten, es handelt sich um einen ihrer völlig übertriebenen Wach- und Beschützerinstinkte. In Wirklichkeit konnte sie vor Schmerzen nicht schlafen. An einem Samstag hat sie morgens bei der kleinsten Berührung vor Schmerzen geschrien. Auslöser war wahrscheinlich der Sprung aus dem Bett am Vorabend. Ja, meine Lieben, da geht es noch ziemlich weit. Abgekürzt einfach nochmal. Sie haben dann CBD-Öl ausprobiert, haben einfach ein paar Tropfen
da ist nicht wirklich viel besser geworden, dann haben sie täglich 3x20 Tropfen gegeben, ja, einem Hund, und sie hat sich dann total verändert, hat wieder gegessen, hat wieder geschlafen, springt wieder herum wie eine Wilde und ja, sie wird dann auch wohl noch wesentlich länger leben, trotz des Krebses in dem Fall. Mehr weiß ich da jetzt in dem Fall auch dazu nicht. Jetzt schauen wir noch ein bisschen weiter. Da gibt es noch eine liebe Sissi, die 43 Jahre alt ist und einfach auch beschreibt, dass sie eigentlich beruflich als Gesundheitstrainerin tätig ist und hier natürlich einiges an Wissen hat und viel für andere macht und selber aber seit 4 Jahren unter sehr starken Rückenschmerzen leidet, ja, und einfach alles Mögliche gemacht hat, hier wirklich versucht hat, das wegzubringen, ist ihr einfach nicht gelungen. Sie ist natürlich zu Therapeuten, zu Physiotherapeuten gegangen, dorthin, dahin, hat Mittelchen da und dort ausprobiert, wahrscheinlich auch die Schulmedizin. Und sie hat wirklich dann geschrieben, ist dann auf CBD-Öl Royal gekommen und hat da am Morgen, glaube ich, 5 Tropfen eingenommen, am Abend 10. Und am nächsten Tag waren die Schmerzen weg. Sie hat es weiter eingenommen, so in dieser Dosis, und hat seither keine Schmerzen mehr. Also dieser Bericht ist natürlich jetzt auch schon ein paar Wochen alt und ist 7 Wochen seither schmerzfrei, laut dieses Berichtes gewesen. Ja, meine Lieben, da geht es einfach weiter. Sie hat dann auch noch über ihren Sohn damit über ihren Sohn geschrieben, da ist auch noch einiges. Beim Michael M., der 56 Jahre ist, habe ich hier ein eigenes Video auch gedreht darüber. Der hat, wie gesagt, seinen Hirntumor mit Hilfe von CBD-Öl Royal eben auch geheilt, mehr oder weniger. Er wurde von der Schulmedizin zum Tod geweiht, 6 Monate hatte er noch zu leben, hat dieses bisher bei Weitem überlebt, und es wurde laut MRTs eben kein Hirntumor mehr festgestellt. Also auch hier eine unglaubliche Geschichte. Dann gibt es die Renate G. aus Filderstadt. Hallo, ich habe seit gut 15 Jahren starke rheumatoide Arthritis mit teils sehr starken Schmerzen in Form von Schüben. Mein Hausarzt hat mir bislang die herkömmlichen Schmerzmittel verschrieben. Ibuprofen, Novamin, Sulfon oder Diazlag. Nichts hat wirklich helfen können, die Nebenwirkungen waren dafür umso schlimmer. Vor 8 Monaten habe ich von meiner Heilpraktikerin das CBD Royal empfohlen bekommen. Mir war mittlerweile alles egal und ich dachte, es kann ja nicht mehr schlimmer werden. Ich habe zu Beginn einen halben Teelöffel morgens und abends genommen. Nach 3 Tagen konnte ich meine Finger wieder bewegen und meine Schultern waren um mindestens 3/4 weniger schmerzhaft. Habe dann nach 4 Tagen auf 2 ganze Teelöffel gesteigert. Meine Schmerzen sind nicht so 100%ig weg, aber ich habe seit 15 Jahren das erste Mal wieder Lebensqualität zurückbekommen. Die Schmerzen sind teils ganz verschwunden oder recht gut auszuhalten. Also meine Lieben, es geht hier nicht immer um das, dass innerhalb von 2 Jahren hier wahnsinnige Wunder geschehen und alles ist plötzlich komplett weg. Es geht auch darum, wirklich mit chronischen Probleme mit chronischen Schmerzen wirklich so weit zu kommen, um wirklich ein lebenswertes Leben wieder führen zu können. Dann haben wir den Herrn F. aus Hannover, also für meine deutschen Freunde auch einige deutsche Berichte. Ich leide seit etwa 2 Jahren an Depressionen, teils schwer, sodass ich nicht arbeitsfähig bin und nicht mehr das Haus verlassen habe. Ich bin in Behandlung bei meinem Hausarzt und meinem Psychologen. Dieser schickte mich zu einem Heilpraktiker, der seit Jahren mit CBD arbeitet. Von ihm bekam ich den Tipp mit CBD Royal Hanf Bioextrakt. Nach nur 3 Wochen bin ich fast frei von Depressionsschüben. Ich nehme am Tag 25 Tropfen regelmäßig. Ich bleibe dabei. Herzliches Dankeschön an die Heilpraktiker. Ja, sie werden dann irgendwann alle von der Schulmedizin zu Heilpraktikern geschickt. Und da weiß ich eben aus privat, meine Freundin ist Heilpraktikerin, dass hier einfach CBD-Öl schon sehr, sehr wichtig ist und auch immer wieder sehr gute Erfolge damit erzielt werden. Dann weiter, schönen guten Tag. Ich hatte seit über 20 Jahren auf beiden Ohren Tinnitus, habe alles versucht, bin seit 2 Jahren bei einer wunderbaren Heilpraktikerin wieder. Dankeschön in Behandlung. Sie macht mich auf das CBD Royal aufmerksam. Ich versuchte es und bin nach 4 Monaten fast frei von Tinnitusbeschwerden. Nur noch sporadisch tritt es auf, geht dann aber fast auf null zurück. So ist es sehr, sehr gut lebbar, wie schon gesagt. Und jetzt schauen wir nochmal die Frau W. aus Braunschweig, 67 Jahre. Ich habe seit 3 Jahren Fibromyalgie, ja, Schlafstörungen und Parkinson. Ich nehme keinerlei Medikamente mehr, da die Nebenwirkungen Magengeschwür und Darmgeschwür für mich inakzeptabel wurden. Im Zentrum für Gesundheit hat mich die Mitarbeiterin auf CBD Royal aufmerksam gemacht
und mir von tollen Erfolgen anderer Patienten berichtet. Ich nehme seit 5 Monaten das CBD-Öl und habe deutlich weniger Schmerzen, kann wieder besser schlafen und die Parkinson-Symptome sind rückläufig. Ja, meine Lieben, und da geht's noch weiter und weiter. Ich werde all diese Berichte, es sind unglaublich viele Berichte, die da noch da sind, nehme ich den letzten einfach auch noch. Dazwischen habe ich jetzt 20 ausgelassen. Frau Ehr, 62 Jahre, Epilepsie seit 9 Jahren, nimmt seit 7 Monaten CBD Royal Öl zweimal einen ganzen Teelöffel. Die Anfälle sind in der Anzahl um gut 60% und in der Schwere um gut 90% reduziert. Ja, da ist wirklich unglaublich was los, meine Lieben. Jetzt tue ich das weg und ich werde natürlich diese ganzen Berichte noch auf meine Homepage bewusstgesund-lebensmut.at hineingeben. Da kann sie sich dann jeder in aller Ruhe durchlesen. Das ist ja fast spannender als ein Kriminalroman, wenn man das Ganze so liest, was da wirklich so passiert. Und jetzt brauche ich auch meine Brille nicht mehr. Ja, das wär's zu den Erfahrungsberichten. Ich habe jetzt auch noch ein Video zu einem neuen Produkt von der Tepperwein Collection herausgebracht. Darauf möchte ich euch auch ein bisschen hinlenken, sagen, dass natürlich CBD äußerlich aufgetragen werden kann. Da handelt es sich um die CBD Face Care Creme, also um die CBD Gesichtscreme, ja, die hier bei Falten wunderbar sein soll. Da sind viele wunderbare zusätzliche Mittel neben Naturstoffe, neben dem CBD-Öl einfach auch noch drinnen. Und hier habe ich euch mir erlaubt, noch ein Video mitzuschicken, das nur um die CBD Face Care Cream geht. Schaut es euch einfach an und dann seht ihr eh, ob das auch für euch interessant sein könnte. Vor allem natürlich auch für meine lieben Partner. Ganz klar, die Informationen sind sicher gut für euch. Ja, meine Lieben, das wäre es dann auch gewesen in diesem Sinne. Ich wünsche euch allen ganz wunderbare Tage jetzt. Weihnachten, feiert brav, das Gequietsche, da nervt mir ein bisschen. Das habe ich befürchtet von diesen. Der quietscht, der fängt da zum Quietschen. Also habt ganz, ganz wunderbare Tage, die nächsten Weihnachten. Ich hoffe, das Christkind ist brav bei euch. Ja, bei uns heißt das Christkind und nicht Weihnachtsmann. Und ihr wart vor allem brav, dass das Christkind auch einiges bringt. Erholt euch gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass ich einige Tage mal nichts mache. Ihr hört dann von mir wieder um den Jahreswechsel, werde ich ein Video herausbringen, nochmal über Geoleben TV, das letzte Jahr 2019, die Tops und die Flops sozusagen. Das wird dann um den Jahreswechsel kommen. Bis dahin werde ich mich jetzt wirklich mal auf die faule Haut legen, echt einmal ausrasten, nichts tun, denn das ist was mir gar nicht so einfach fällt. Da freue ich mich jetzt einfach auf die nächsten Tage mit mir, mit meiner Freundin und natürlich mit anderen Menschen, die mir so wichtig sind. Also macht es gut, ihr wisst eh, am wichtigsten ist die Gesundheit. Bleibt gesund, wenn es noch nicht seid, dann schaut, dass ihr es werdet. Nutzt alle Möglichkeiten, die es wirklich dazu gibt. Wir leben wirklich in einer Zeit, wo es wirklich unglaublich ist, an Informationen zu kommen und hier wirklich vieles für sich zu entdecken, selbstverantwortlich, selbstbewusst und selbstwertig eben zu entdecken. In dem Falle, ich habe euch lieb, ihr wisst es eh, bleibt gesund, werdet gesund. Wenn es noch nicht seid, dann werdet es auf jeden Fall. Ja, wir sehen uns im neuen Jahr. Alles Liebe, euer Geo.